Manche Betriebe haben Glück und bekommen Wasser, ohne eine eigene Förderung aufzubauen. Wenn sie zum Beispiel einen Steinbruch in der Nähe haben, der täglich eine große Menge Wasser abpumpt. Aber wie schaffen sie es, das Wasser auf 70 verschiedene Parzellen zu verteilen, die 45 Besitzern gehören? Dieses Projekt in Heilbronn war selbst für uns eine knifflige Aufgabe. Ilsfeld im Weinbaugebiet Württemberg. Wasser gab es für die Winzer in der Nähe aus einem Steinbruch. Und die Stadt hatte zur Trinkwasserversorgung einen neuen Hochbehälter gebaut. Zwei alte wurden damit frei. Zu bewässern waren 70 Parzellen mit 45 verschiedenen Besitzern. In verstreuten Lagen und hängigem Gelände. Erster Schritt: Alle Nutzer, alle Vorratsbehälter, alle Weinberge wurden mit einem funkgesteuerten Informations- und Steuerungsnetz verbunden. Folgen wir dem Weg des Wassers, beginnend bei Hochbehälter 1. Was wir da oben gesehen haben, ist, dass eine Relais, weil die Funksteuerung über die Strecke, sagen wir, über 5-6 Kilometer gezogen wird, dann musste dementsprechend auch mit Relais-Einheiten weitergeleitet werden. Die Relais können eine Strecke über 20 Kilometer überwinden und dadurch, dass man mit Funk eine direkte Sicht benötigte, musste dann in der Höhe angebaut werden. In den Gebäuden der Hochbehälter sind auch die Anlagensteuerung und die Betriebsgeräte untergebracht. Pumpe, Saugleitung, Filterköpfe für das eingehende Wasser, Magnetventile, die grauen Einspeiserohre in den Vorratsbehälter. Von dort aus steuern Pegel-Messsensoren den Zulauf. Wird an keiner Stelle Wasser gebraucht, schaltet das Hauptventil zentral ab und nimmt den Druck aus allen Leitungen. Weitere Elemente sind der Drucksensor, der über die Funksteuerung permanent die Druckverhältnisse im System überwacht. Im Steuerungskasten ein energiesparender Frequenzumrichter, der Druck- und Durchflussmenge regelt. Naheliegende Felder werden direkt aus den Hochbehältern versorgt, weiter entfernt liegende über Relaisstationen angebunden. Wir sind an der Stelle von einer Steuerstelle oder Steuereinheit, wo wir mit dem Funkmodul oben Magnetventilen ansteuern und dementsprechend können wir die Weinberge in rechter Seite und linker Seite bewässern. Die Magnetventilen, die wir hier sehen, sind für die Funksteuerung ausgelegt. Die haben Niederspannung und haben dementsprechend Technik, die mit ganz niedriger Stromversorgung zurechtkommen kann. Die spezielle Konstruktion der Tropfschläuche mit Druckausgleich sorgt dafür, dass auch in hängigen Anlagen auf der ganzen Länge gleichmäßig 3 bis 4 bar Druck an allen Tropfern herrscht. Erster und letzter Tropfer geben pro Stunde die gleiche Literzahl aus. 2015 ging die Anlage in Betrieb. Die Vorbereitungsphase dauerte 2 Jahre und führte schließlich zur automatischen Anlage. Ja, wir wollten zunächst eine Anlage praktisch halbautomatisch, also selber mit Handling machen. Und dann haben wir Personen gesucht oder uns überlegt, wer kann das eigentlich tun. Aber wir haben da niemanden gefunden und wegen dem haben wir gesagt, wir schauen nach einer automatischen Steuerung, die der Herr Zawi dann praktisch ins Boot gebracht hat und sind da sehr froh darüber, dass wir einfach dann, ja, dass die Anlage läuft, dass es automatisch läuft, weil die Betriebsleiter heute ja keine Zeit mehr haben, sich dann um jeden einzelnen Wasserhahn zu kümmern. Warum brauchte man hier überhaupt eine Bewässerungsanlage? Es war vor allem anderen eine Frage der Qualität. Und gleich im ersten Jahr konnten diese Weinberge, dank der Bewässerung, von einem Jahrhundertsommer voll profitieren. Ja gut, man sieht die Trauben hier jetzt, die sind jetzt kurz vor der Ernte, die werden in wenigen Tagen geerntet. Das Schöne ist, die Trauben, die haben ja von sich aus sehr tiefe Wurzeln, aber ohne Wasser ist es eigentlich auch sehr schlecht. Oder ist es sehr sinnvoll, mit Wasser halt einfach die Qualität zu steigern. Also nicht die Menge zu steigern, sondern die Qualität zu steigern. Und uns ist es auch sehr wichtig, dass die Rebstöcke keinen Stress bekommen. Weil wenn die einfach Stress haben oder unter Trockenheit leiden,
dann lässt die Qualität einfach nach. So, dieses Jahr stellen wir jetzt einfach fest, dass die Rebstöcke insgesamt sich stabiler darstellen. Vom Holzwuchs sieht man es ganz genau, das Holz reift sehr schön aus. Und die Rebstöcke können einfach durch die Wasserversorgung, die diese dieses Jahr hatten, auch Reservestoffe bilden, sodass eigentlich die Gegebenheiten für das Jahr 2016 auch sehr gut sind. In einer Gemeinschaftsanlage erwarten alle Mitglieder Sicherheit und Funktionalität. Und alle brauchen ihr Wasser zur gleichen Zeit und bei Bedarf so schnell wie es geht. Hier zeigt sich die Stärke des Systems. Wir können für Gemeinschaftsanlagen mit solchen flexiblen Funksteuerungssystemen diese Sicherheit zu schaffen, dass in kurzer Periode von 2-3 Tagen über 70-60 Hektar die erforderliche 5 mm oder 10 mm Niederschlag pro Quadratmeter bekommen können. E-Report. Funkgesteuerte automatische Bewässerung.